So, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen heute Abend hier im Rahmen dieses Vereins Einkaufsherz. Vielen Dank dafür, dass ihr heute hierher von das Main-Kinzig-Forum gekommen seid. Wir stehen hier in der Region seit vielen Monaten, seit Jahren zusammen, um gemeinsam Gesicht für eine wehrhafte Demokratie, für Respekt, Toleranz und Weltoffenheit zu zeigen. Ab heute stehen wir immer montags hier vor dem Main-Kinzig-Forum in Gelnhausen, dem in unserer Kreisstadt höchsten Symbol für unsere Demokratie. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen hier, weil unsere Demokratie seit Jahrzehnten nicht mehr so herausgefordert wurde wie gerade in diesen Monaten. Mein Name ist Alexander Schoppach und neben mir steht Julia Hott. Wir sind die Initiatoren und Vorsitzenden vom Einkaufsherz. Wir stehen als wehrhafte Demokraten der gesellschaftlichen Mitte zusammen und machen auf Kundgebungen wie heute seit über 12 Monaten, aber auch jeder für sich in seinem Alltag gemeinsam mit euch allen täglich aufs Neue deutlich, dass wir für eine aufgeklärte, humanistische und verfassungstreue demokratische Gesellschaft stehen, in der Rechte, Rassisten, Antidemokraten, Populisten und Verschwörungstheoretiker nichts, aber auch rein gar nichts zu melden haben. Deshalb vielen Dank euch allen, dass ihr heute hier seid und mit uns genau dieses klare Zeichen setzt. Seit einigen Monaten nun verhöhnen diese Querdenker unseren Staat mit einer perfiden neuen Variante. Sie nennen ihre Demonstrationen jetzt Spaziergänge, melden sie größtenteils nicht an und marschieren Montag für Montag durch unsere Kommunen. Mitten unter ihnen bekannte Rechtsextreme von AfD und NPD, Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker und andere Zeitgenossen, denen Solidarität, Freiheit und Toleranz seit jeher ein Dorn im Auge sind. Vor einer Woche zum Beispiel würde sogar eine einheimische AfD-Bundestagsabgeordnete den Spaziergang mit dem Gelnhausen an der Spitze an. Schlimm ist, dass diese Spaziergänge in den vergangenen Monaten
Land auf, Land ab, immer mehr Zulauf finden. Wir verstehen, dass Menschen, die ihre Kritik an den Corona-Maßnahmen, ihre Unmut mitunter auch Luft machen müssen. Das macht man aber nicht gemeinsam mit Rechtsextremen, mit Antidemokraten und mit Neonazis. Wer mit solchen Menschen spazieren geht, sich mit ihnen gemein macht, der liebe Freundinnen und Freunde, reißt die Brandmauer gegen rechts ein. Und da dürfen wir nicht zuschauen, genau dagegen müssen wir Gesicht zeigen. Und genau deshalb stehen wir auch heute hier wieder alle zusammen. Wir stehen ein für unsere Grundwerte, für Freiheit und Demokratie, das größte Erbe, das uns unsere Eltern und Großeltern hinterlassen haben. Und dieses Einstehen, dieses Erbe, ist unsere Verpflichtung gegenüber den kommenden Generationen. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, waren wir seit über einem Jahr vor dem, was sich unter dem Dach dieser sogenannten Querdenkerbewegung zusammengebraut und jetzt zum Ausdruck gekommen ist. Der Wolf im Schafspelz hat Beute gemacht. Und derzeit laufen immer mehr Menschen bei ihren sogenannten Spaziergängen hinterher. Und genau deshalb haben wir nach Genehmigung und Vorschlagsbeschluss durch die Stadt Gelnhausen gestern Abend unsere Plakate Stadtgebiet aufgehängt. Ihr seht sie hier stehen. Ihr Design, das haben wir ganz bewusst an die 30er Jahre angelehnt. Wir sagen es noch einmal, in vielen Kommunen, auch in Gelnhausen, werden diese Spaziergänge von Rechtsextremisten organisiert, beworben und auch öffentlich begleitet. Dem Vernehmen nach ist diese Tatsache nicht allen Mitläufern dieser Aufmärsche bekannt. Oder wirklich Leute, ganz genau. Das Plakat soll die Menschen genau darauf aufmerksam machen und dafür sensibilisieren, welche Gruppierungsgesetze hier laufen. Möglicherweise geht es oft nur mit direkter Konfrontation. Dass die Stadt Gelnhausen heute Morgen ihre Plakatiergenehmigung von letzter Woche offenbar auf Druck interessierter Kreise widerrufen hat und die Plakate eigenmächtig entfernte, lassen wir ihr nicht einfach durchgehen. Die unzuverlässigen Argumente, sind Fadenscheine. Man hat uns weder mit der Ausstellung der Genehmigung entsprechende Informationen an die Hand gegeben, noch heute Vormittag vorab rechtliches Gehör gewährt. So geht man mit engagierten Bürgern nicht um, dagegen wehren wir uns. Liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen leider davon ausgehen, dass in unserem Rathaus mit zweierlei Maß gemessen wird. Bereits im November 2020 bei der Großkundgebung der Querdenker auf der Deiche in Gelnhausen unter Beteiligung der NPD mussten wir uns anhören, wie sich die Querdenker bei der Ordnungsbehörde der Stadt Gelnhausen dafür bedankten, dass Gelnhausen noch die einzige Stadt in Deutschland sei, die Querdenker Großkundgebungen ohne Maskenpflicht genehmigt. Sie, du wirst dich daran erinnern, du hast aber dankenswerterweise ganz kurzfristig noch eine Gegendemo organisiert. Das war ganz großartig. Nachdem sich diese Querdenker bei der Stadt Gelnhausen damals im November für diese Ungeheuerlichkeit bedankt haben, applaudierten 400 Querdenker begeistert in Richtung der damals vor Ort anwesenden Repräsentanten unserer Stadt aus dem Rathaus und von der Ordnungsbehörde. Uns hat sich damals der Magen umgedreht. In den vergangenen 12 Monaten mussten wir erleben, wie die Ordnungsbehörde der Stadt Gelnhausen auf offenkundige Verstöße der Querdenker gegen Abstandsregeln und Maskenpflicht reagierte. Oder auch nicht. So kann das nicht weitergehen in unserer Stadt. Andere Städte
Städte wie Paderborn und Bad Soden Münster haben Wege gefunden, Verstöße gegen Maskenpflicht und Abstandsregeln bei Querdenker-Aufmärschen zu ahnden. In Gelnhausen ist das Fehlanzeige. Stattdessen macht man sich mit solchen Aktionen wie heute uns gegenüber einmal mehr zum umjubelten Handlanger der antidemokratischen Querdenkerbewegung. Und darüber werden wir nicht länger schreiben. Dieses belegbare Versagen in unserem Rathaus muss jetzt ein Ende haben.